Gut, einen wunderschönen guten Morgen. Montag, 8.50 Uhr, wie schon immer erwähnt, die beste Zeit für Hypermedia. Wir sind bei Teil 4 schon angekommen. Wir sind gerade in der dritten Woche und haben schon ein Viertel von unseren Lehrveranstaltungen hinter uns. Es geht voll dahin. Ja. Wir haben die ersten drei Termine in PHP, so zur Wiederholung, uns mal mit den ersten, also in den ersten zwei Vorlesungen ganz grundsätzlich mit den Sprachfeatures auseinandergesetzt. Wie funktioniert so die Sprache als Ganzes? Was macht man damit überhaupt? Also quasi, wir haben diese Sprache am Webserver, da kommt ein Request hin, der führt dieses PHP-Skript aus und generiert uns eine HTML-Datei. Ja, verglichen zu dem, was wir in den ersten Semester oder im ersten Semester gelernt haben, wir bauen uns selber eine HTML-Datei fix fertig und die wird einfach per Request angefordert und zurückgeschickt. Deswegen statisches HTML, weil sich es nicht verändert. Und jetzt haben wir PHP als Skriptsprache, das uns quasi am Webserver eine HTML-Seite erst zusammenbauen kann, indem wir halt einfach verschiedenste Dinge dort tun. Also wir können ganz normal statisches HTML genauso ausgeben. Wir können aber Schleifen laufen lassen. Wir können mit Echo eben zeilenweise Output schreiben. Wir können Formularinhalte verarbeiten etc. Und das Ergebnis ist quasi eine fixfertige HTML-Seite, die zurückgeliefert wird. Wir haben uns dann letzte Woche angeschaut, wie das Ganze objektorientiert funktioniert, weil das einfach der moderne Ansatz ist und die objektorientierte Methodik im Programmieren hat sich eigentlich in sehr, sehr vielen Sprachen oder in fast allen da eigentlich durchgesetzt und so ist es auch im PHP. Wir können diese Klassen bauen, wir können aus diesen Klassen Objekte machen. Und dann haben wir noch diese ganzen anderen Konzepte uns angehört. Was sind Interfaces, diese Verträge? Wir haben gesehen, dass es Traits gibt, wo man quasi so Funktionalität in Klassen injizieren kann, ohne dass man jetzt irgendeine Vererbung braucht. Wir haben uns Vererbung angehört. Also wir haben gehört, okay, man kann eine Elternklasse machen und von denen kann man spezialisiertere Versionen ableiten. Und wir haben so Dinge wie Enumerations besprochen, wo man so quasi ganz, ganz reduzierte Klassen, die nur bestimmte Werte haben, erzeugen kann. Und das haben wir sozusagen alles gesehen. Und damit haben wir jetzt schon ein sehr, sehr gutes Grundgerüst, um ein paar weitere wichtige Dinge zu besprechen. Heute geht es nämlich auf der einen Seite um sogenannte Komponenten und andererseits um Web, also Webstandards, ja, aber um Standards in PHP, so muss man es eigentlich sagen. Ja. Beginnen wir mal mit Punkt 1, Komponenten. Ja, wer sich so ein bisschen an das erste Semester noch vage erinnern kann, ja, da haben wir in Vorlesung 11 und in der vorletzten Übung 9, haben wir so ein bisschen mit Node.js experimentiert. Aber wir haben nicht Node.js hergenommen, um damit quasi Webseiten zu bauen, sondern wir haben Node.js hergenommen, um so eine Toolchain zu realisieren. Ja, diesen Gulp-Workflow, wo uns diese verschiedenen Node.js-Komponenten einfach zum Beispiel SCSS-Dateien in CSS-Dateien umgewandelt haben, unsere JavaScript-Dateien minifiziert haben, also quasi alles in eine Zeile, so klein wie möglich. Ja. Und dann auch noch so ein Development-Webserver. Und wenn Sie sich daran erinnern, da haben wir so fertige Node.js-Packages verwendet, eben wie Gulp und wie dann, was weiß ich, Sass, um diese Umwandlung zu machen. Und den, was nicht, CSS Nano und verschiedene andere Tools. Also das waren alles so Pakete, fertige Komponenten. Die haben nicht wir geschrieben, sondern die haben wir mit diesem Package Manager NPM installiert und haben die einfach verwendet. Ja? Und das ist so ein ganz moderner Ansatz in der Softwareentwicklung. Man erfindet das Rad nicht mehr neu, sondern es gibt halt Leute, Organisationen etc., die Code schreiben und diesen Code so quasi zur Verfügung stellen, dass ihn auch andere Leute verwenden können. Ja, man will nicht immer alles, es soll nicht jeder und jeder immer dieselben Jobs immer wieder machen, sondern wenn es ein Ding gibt, das für einen Job gut geeignet ist, dann können das durchaus mehrere Leute verwenden. Das ist sozusagen die Idee oder die Sache, mit der wir uns auch heute beschäftigen im PHP-Universum quasi. Bevor wir damit aber beginnen, so ein bisschen die Motivation, woher das auch kommt, beziehungsweise wie das so im PHP-Lifecycle entstanden ist. Ja, weil die Art und Weise, wie man eben PHP-Code geschrieben hat, und diese Entwicklung sind auch andere Sprachen durchgegangen, also in JavaScript ist es genau dasselbe,
Wobei man zum Beispiel sagen muss, dass gerade in JavaScript eben Node.js dieses Komponentendenken sehr stark eingeführt hat und die klassische Sprache JavaScript das noch gar nicht so fest hat. Aber potenziell, die Art und Weise, wie Code entwickelt worden ist, hat sich da stark verändert. Zu Beginn, und das betrifft so gut wie alle Sprachen im Web, die irgendwann so, weiß ich nicht, in den 90er Jahren herum groß geworden sind. Und da gehört JavaScript dazu, da gehört eben auch PHP dazu, da gehören auch so Sprachen wie Python, die man ja genauso fürs Web verwenden kann. Zu Beginn waren diese Sprachen alles so diese klassischen Do-it-yourself-Ansätze. Also sprich, es gab plötzlich diese Sprache, ich habe eh schon ein bisschen erzählt, PHP ist entstanden aus dieser Motivation heraus, dass sich halt ein Herr, der Rasmus Lehrdorf, der wollte sich halt einfach eine Sammlung an Skripten bauen, damit er seine persönliche Webseite leichter bauen kann. Ja, und das fanden andere auch gut und das hat sich halt so entwickelt. Aber zu Beginn war einfach mal die Sprache da und im Endeffekt, die Wiederverwendung von Code war da total untergeordnet. Also sprich, die Leute haben einfach die Sprache genommen und haben ihre persönlichen Dinge damit gebaut. Und potenziell, wenn zwei Leute irgendwie, sagen wir mal, ihre Webseite damit gebaut haben, dann hat vielleicht Person A genau dasselbe gemacht im Prinzip wie Person B. Und beide mussten halt ihren Code selbstständig schreiben und unabhängig voneinander warten. Das heißt, die haben also halt mehr oder weniger denselben Job mehrmals gemacht. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, weil solche Sachen passieren ganz, ganz oft. Das heißt, ich habe eine Sprache, ich will was machen, ohne zu wissen, dass das wahrscheinlich 10 andere Leute auch schon gemacht haben. Manche vielleicht besser als ich, manche schlechter als ich, aber die Jobs sind wahrscheinlich dieselben. Und das ist so der Beginn von sehr, sehr vielen Sprachen, wo noch kein definiertes Ökosystem existiert, wo nur die Sprache da ist, okay, jeder und jeder arbeitet damit, aber es gibt noch wenig Strukturen. Wenn ich also sozusagen bestimmte Problemstellungen lösen wollte, also angenommen, ich habe meine persönliche Website und ich will einen Login-Mechanismus schreiben. Ja, ich möchte mich einloggen, damit ich irgendwo einen geschützten Bereich habe, wo nur ich als Webseitenadministrator arbeiten kann, dann musste ich diese Login-Funktionalität selbst implementieren. Ich musste mir selbst überlegen, okay, wie geht das? Ich muss Username, Passwort eintippen, ich muss das irgendwo speichern. Ich muss überprüfen, ob der Username korrekt ist und das Passwort. Und wenn ja, dann darf ich diesen Bereich betreten. Aber wie sichere ich den ab und so weiter? Schauen wir uns übrigens dann noch in 2 oder 3 Vorlesungen an, wie man sowas macht. Aber die Idee, was ich damit kommunizieren will, das ist alles mehr oder weniger selbst zu machen gewesen. Jeder musste sich das und jede musste sich das selbst überlegen. So ab Mitte der 2000er Jahre kamen aber dann die sogenannten Frameworks auf. In PHP und auch in anderen Sprachen. Also da waren dann smarte Leute dahinter, die erkannt haben, okay, da gibt es bestimmte Tasks, die brauchen wir immer wieder. Ja, das heißt, warum packen wir das nicht alles in sozusagen ein Komplettpaket hinein, wo alles, was jemand, der eine Webseite bauen will, drinnen steckt. Ja, wie ich mich irgendwo einlogge, wie ich auf eine Datenbank zugreife, wie ich, keine Ahnung, also die verschiedensten Dinge einfach managen kann, das könnten wir doch alles in so ein Komplettpaket packen und dann hat jemand, der eine Webseite bauen will, alles bei der Hand, was er oder sie braucht und kann das nutzen, um seine eigene Webseite zu bauen, ohne jetzt bestimmte so grundsätzliche Funktionalitäten selbst sich überlegen zu müssen. Ja? Die ersten Frameworks, die das gemacht haben auf PHP-Ebene, waren das Zend-Framework. Das gibt es immer noch, heißt aber mittlerweile anders. Symfony ist nach wie vor ein großer Player und das kommt dann im dritten Semester. CodeIgniter gibt es schon auch noch, aber ist nicht mehr ganz so bekannt. Aber das waren so die ersten, die quasi hergegangen sind und mehr oder weniger so Komplettpakete quasi zur Verfügung gestellt haben. Das hatte natürlich eine große Änderung zur Folge, weil plötzlich war ich als Developer nicht mehr allein mit meinen Problemen. Ja, ich musste mir nicht alles selbst überlegen, sondern da gab es plötzlich Implementierungen für ebenso Sachen wie einen Login-Mechanismus. Und ich musste das nur noch hernehmen, aber ich musste mich vielleicht um viele Dinge nicht mehr kümmern. Ich musste nicht mehr sicherstellen, dass meine Datenbankverbindung sicher ist und keine Security-Risks zulässt. Ja, ich musste mich nicht mehr darum kümmern, Wie stelle ich denn jetzt sicher, dass man eingeloggt ist? Das hat das Framework für mich übernommen. Ich musste es nur noch in meinem Kontext anwenden, in meiner Applikation, in meiner Webseite. Und das ist natürlich
war ziemlich revolutionär. Es ist allerdings so, dass diese Frameworks, die da entwickelt wurden, die waren sehr, sehr große monolithische Dinge. Also sprich, wenn ich sowas verwenden wollte, gut, aber dann musste ich mehr oder weniger das gesamte Paket mitnehmen. Auch wenn ich vielleicht nur einen Bruchteil davon gebraucht habe, weil ich vielleicht sage, ich mache wirklich nur ein ganz kleines Webprojekt, ja, da soll man sich wo einloggen können und ein paar Dinge. Aber irgendwie, sagen wir, 80% von dem, was das Framework da bietet, das werde ich eigentlich nie verwenden. Das heißt, das Problem bei diesen Dingen war zu Beginn, dass sie sehr viel Overhead-Potenzial erzeugt haben. So ein Framework-Lernen ist natürlich, das muss man auch ganz unabhängig davon sagen, immer so ein bisschen eine Art von geschlossenem Ökosystem. Das heißt, ich lerne etwas und kann dann Framework A potenziell, keine Ahnung, brauche ich für meinen nächsten Job in der Arbeit oder so, aber dann Framework B, dann muss ich das wieder neu lernen. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die Konzepte sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich eines kann, dann tue ich mich beim anderen Lernen sicherlich viel leichter. Es ist auch immer eine gewissermaßen eine Investition in die Zukunft, weil wenn ich ein so ein Framework lerne, dann kann es mir passieren, dass das in 2 Jahren, wenn es irgend so ein Open-Source-Projekt ist, dass es das nicht mehr gibt, weil die Leute keine Zeit mehr haben, weil sie sagen, oh, sorry, wir haben einfach gemerkt, die Leute nehmen mittlerweile andere Tools her, wir stellen die Entwicklung ein. Dann habe ich auch ein Problem. Das heißt, das ist immer so ein bisschen die Frage dabei. Und wie gesagt, die zentrale Sache ist immer, brauche ich überhaupt ein Framework? Also angenommen, ich will wirklich nur, ich habe irgendein so ein super kleines Webprojekt und das Einzige, was ich vielleicht brauche, ich möchte irgendwie im Hintergrund auf eine Datenbank zugreifen, aber ich will so einen Login-Mechanismus. Dann brauche ich vielleicht irgendwie nur eine Funktionalität, ja, oder sagen wir zwei, das Zugriff auf eine Datenbank und so einen Login-Mechanismus. Will ich mir wirklich dieses ganze Riesending eines Frameworks irgendwie antun, das Lernen und Einbinden, wenn ich eigentlich nur zwei oder eine Funktionalität brauche? Und das ist irgendwie so auch die Idee, auf die ich jetzt hinaus will, denn es gibt einen Mittelweg und das kam so, ich würde sagen, Ende der 2000er Jahre, 2009, 2010 auf. Die Idee ist, dass man nicht alles in ein Riesen-Framework packt, sondern dass man das Ganze modularisiert, sprich mit der Idee, Komponenten zu verwenden. Ja, und eine Komponente, das ist jetzt der Mittelweg zwischen meiner Do-it-yourself-Lösung und einem Framework. Ein Framework hat irgendwie alles drinnen, ja, und meine Do-it-yourself-Lösung heißt, ich muss mir alles selbst machen. Komponenten sind jetzt der Weg, wo ich sage, okay, eine Komponente enthält, hat genau einen Job, ist eine Sammlung von PHP-Code, das kann eine Klasse sein in einer Datei, das können auch 20 Klassen sein, aber die haben genau einen Job. Also eine PHP-Komponente könnte zum Beispiel sein, okay, eine Möglichkeit, einen Login zu machen. Oder ich möchte mit PHP E-Mails versenden. Das heißt, ich brauche eine Komponente, deren Job es ist, E-Mails zu versenden. Oder ich möchte eine Komponente, die selbst HTTP-Requests absenden kann, also die wie ein Client agiert, weil meine Webseite möchte von woanders Daten herholen. Ja? Das sind quasi einzelne Funktionalitäten und die sollen in Komponenten gepackt sein. Das heißt, eine Komponente ist wirklich ein Ding, das einen Job macht. Wenn ich also nicht ein riesen Framework brauche, sondern eben vielleicht, ich möchte nur einen Login machen, dann brauche ich eigentlich nur diese eine Komponente, die eine Login-Funktionalität zur Verfügung stellt und nicht mehr. Und das ist irgendwie die Art und Weise, die in der Softwareentwicklung momentan vorherrscht. Das haben wir schon in JavaScript gesehen, wie wir uns mit diesem Node.js-Workflow beschäftigt haben. Da war das genau dasselbe. Das waren diese Node.js-Packages. Das eine Package hatte den Job, JavaScript klein zu machen. Das andere Package hatte den Job, SAS in CSS umzuwandeln. Das nächste Package hatte den Job, Gulp zum Beispiel, überhaupt diesen ganzen Workflow ablaufen lassen zu können und so weiter. Da war es genauso. Ja. Da im JavaScript heißen die Dinger eher Packages oder man sagt auch eben, wie gesagt, Komponenten mehr in PHP dazu, Components. Ja. Aber im Endeffekt ist es alles dasselbe. Ein Stück Code, der einen Job hat. Das heißt, wenn man sich solche Komponenten anschaut, dann gibt es ein paar Kriterien, wo man sagen kann, okay, das ist sozusagen die Definition, was eine Komponente ist und kann und was sie machen soll. Also sie ist genau fokussiert eben, wie gesagt, auf ein Problem. Eine Komponente macht ein Ding, nicht 10, sondern eins, eben E-Mail versenden
oder HTTP-Requests abschicken oder einen Login-Mechanismus zur Verfügung stellen oder was auch immer. Ja? Also sprich, eine Komponente, ein Ding. Zweitens, eine Komponente ist immer klein. Sie enthält wirklich nur so viel Code wie nötig, um die Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, auch wenn es vielleicht gut gedacht wäre zu sagen, ja, ich gebe da jetzt noch diese Klassen dazu, weil vielleicht braucht jemand diese Zusatzfunktionalität auch noch. Ja? Wenn man sich diese Frage stellt, dann ist eigentlich schon falsch. Die Komponente sollte nur die Dinge an Bord haben, die wirklich notwendig sind. Alle Extras und optionalen Dinge, die kann man auch wieder in eigene Komponenten auslagern. Da mache ich eine Plugin-Architektur. Ja? Also wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, ich habe eine Komponente, die kann E-Mails versenden. Okay, cool, passt. Das ist ihr Job. Aber dann sage ich, okay, ich hätte vielleicht noch gerne irgendwie die Möglichkeit, dass ich schön formatierte HTML-Templates habe oder einbinden kann, die halt schöne E-Mails out of the box irgendwie schreiben. Okay, das ist ein potenzielles Zusatzfeature. Sowas kann man anbieten. Das ist vielleicht ein Plugin für diese E-Mail-Komponente. Das kann ich mir wieder zusätzlich installieren, wenn ich es verwenden möchte. Manche Leute möchten aber nur Plaintext-E-Mails schreiben, weil das irgendwelche so, keine Ahnung, ganz langweiligen Status-E-Mails sind, die gar nicht irgendwie an End-UserInnen entgehen. Dann braucht man keine schönen Templates. Ja, also dann kann ich das auslagern. Wer das will, installiert sich halt irgendwie die zweite Funktionalität dazu, die dann beautiful HTML-E-Mails schreibt und die anderen, die kommen mit der ganz normalen Plaintext-Variante aus. Also das ist so die Idee, bricht das wirklich so klein runter, wie es geht. Komponenten sollten immer kooperativ sein. Was heißt kooperativ? Naja, wenn ich jetzt hergehe und eine Komponente installiere, dann möchte ich, dass diese Komponente mit anderen gut zusammenarbeitet. Es ist blöd, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche eine Möglichkeit, ein E-Mail zu schicken oder ich möchte ein Login-System haben, ich installiere mir die jeweilige Komponente und plötzlich geht alles andere nicht mehr, weil diese Komponente irgendwie alles kaputt macht oder so. Ja. Was heißt das? Namespaces, das haben wir letzte Woche schon gehört im Rahmen mit Objektorientierung. Komponenten sollen ihren Code in Namespaces verpacken, damit ihr Code nicht mit anderem Code clasht. Darum hat jede PHP-Klasse, sollte all ihren Code in einem eigenen Namespace haben, dann habe ich kein Problem. Dann können andere Komponenten potenziell dieselben Klassennamen verwenden. Dadurch, dass sie in anderen Namespaces liegen, gibt es quasi keine Kollisionen. Komponenten können ja auch auf anderen aufbauen. Wir haben das bei NPM und Node.js schon gesehen. Also quasi, ich binde diese Packages, Komponenten als Dependency ein, als Abhängigkeit. Diese Komponenten können aber wieder andere Komponenten verwenden. Ja, das ist ja klar. Also auch wenn ich eine E-Mail-Komponente baue, dann wird es darunter wieder Funktionalitäten geben, die noch mehr basic sind. Zum Beispiel irgendwelche Verschlüsselungen oder sonstige Sachen. Die macht dann nicht die E-Mail-Komponente, sondern irgendeine Encryption-Komponente. Das heißt, die müssen auch wieder gut miteinander zusammenarbeiten können. Testen ist so ein wichtiges Ding. Ja, das werden wir uns in Vorlesung 11 ganz zum Schluss mal anschauen. Ja, wir werden das nur sehr oberflächlich behandeln, weil dazu ist im zweiten Semester noch zu wenig Zeit. Aber potenziell Tests sind in der Softwareentwicklung eigentlich eine wichtige Sache. Total unterschätzt, nicht sehr gern gemocht, weil es halt Zusatzaufwand ist. Aber potenziell sollte jeder Code, den man schreibt, eigentlich Testklassen dabei haben. Das heißt, macht der das, was ich will, dass er macht. Und wenn er es nicht macht, dann brauche ich irgendwo eine Indikation, dass quasi hier ein Fehler passiert. Und dafür sind Software-Tests da. Und Komponenten sollten gut getestet sein. Man sollte nicht Code schreiben und sagen, hier wird schon passen. Ja, und dann, wenn das irgendwer Fremder verwendet, dann kracht es gleich, weil irgendetwas nicht stimmt. Also gut testen, extrem wichtig. Und natürlich gut dokumentieren. Wenn ich Code schreibe, der potenziell von anderen Leuten mitverwendet wird, dann sollte ich den gut dokumentieren. Dann sollte ich erklären, wie der funktioniert. Wie mache ich ein Objekt von dieser Klasse, die ich hier zur Verfügung stelle? Wie verwende ich das? Ja, welche Methoden gibt es, die man hier aufrufen wird? Damit andere Leute das auch verstehen. Ja, also das ist extrem wichtig. Kommentare im Code, sogenannte Doc-Blocks, ja, so wie man es auch von Java und anderen Sprachen kennt, gibt es in PHP genauso. Potenziell irgendeine Dokumentation, die aus dem raus erstellt worden ist, ist ziemlich wichtig. Ganz kurz noch einmal als Vergleich.
Also Komponenten versus Frameworks. Ja, eine Komponente könnte eben zum Beispiel sowas sein wie eine, wo ist er? Da ist er. Nope. Nochmal. So. Eine HTTP-Client-Library. Wenn ich also möchte, dass mein PHP-Skript wieder irgendwo von einer anderen Seite Daten herholt, dann muss mein PHP-Skript zum Client werden, obwohl es am Server liegt, ja, da kommen wir noch dazu, dann brauche ich sowas. Oder eine E-Mail-Library, ja, ich will E-Mails versenden können, dann ist es eine Komponente. Oder so Sachen wie Dateisystem-Abstraktionsschichten, was das. Ja. Aber stellen Sie sich vor, mein PHP-Skript muss irgendwo was speichern. Da könnte ich jetzt sagen, okay, passt, am Webserver kann man eine Datei schreiben, okay, alles gut. Ja. Dann implementiere ich den Code, der kann eine Datei also im selben Verzeichnis abspeichern, da speichere ich meine Sachen. Alles okay. Ja. Potenziell aber könnte so Dateispeichern auch auf ganz viele andere Weisen funktionieren. Ich könnte das über FTP irgendwo anders hinladen. Ich habe irgendwo einen Cloud Storage, einen Webservice, ja, wo ich irgendwo was hinladen möchte. Ich habe vielleicht ein Netzlaufwerk, wo ich die Sachen hinverbinde oder sonst oder hinspeichere. Das heißt, plötzlich habe ich ganz viele Arten und Weisen, wie man etwas speichern kann. Und Dateisystemabstraktionsschicht heißt, ich habe da so eine Komponente, die abstrahiert das für mich. Da sage ich einfach nur speichern. Und ich stelle bei der Komponente aber ein, wo der das hinspeichert. Und die Komponente kümmert sich dann darum, ob das per FTP wohin geladen wird oder ob das im Dateisystem abgespeichert wird oder ob zu irgendeinem Cloud-Web-Service hinverbunden wird und dort die Sachen hochgeladen werden. Ja, das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Solche Sachen gibt es auch. Bildmanipulation, Image-Libraries. Ja, ich möchte auf meinem Webserver Bilder erstellen oder manipulieren. Also, keine Ahnung, UserInnen laden ihre Avatarbilder hoch und ich muss die vorher resizen und umspeichern zum Beispiel. Oder Datenbankzugriffe. Ja, ich will eben auf eine Datenbank zugreifen und brauche dazu Möglichkeiten. Solche Dinge sind klassische Komponenten. Das ist ein Job, mehr oder weniger. Und Frameworks sind große Dinge. Also da gibt es in PHP Namen wie Symfony, haben wir schon gehört, gibt es immer noch Laravel, das sind die zwei großen, die werden auch im dritten Semester dann ein Thema sein in Hypermedia 3. Aber es gibt auch noch andere, das Yi und Laminas. Laminas ist das ehemalige Zend-Framework. CakePHP, Netty, Falcon, Spiral. Da gibt, also Frameworks gibt es wie Sand am Meer sozusagen. Was man noch dazu sagen muss, moderne Frameworks sind mittlerweile auch nicht mehr diese monolithischen Riesendinger, sondern eigentlich eine Sammlung aus Komponenten. Das heißt, man hat auch bei den Frameworks erkannt, es bringt nichts, wenn wir alles in ein riesiges Paket stecken, sondern es gibt einfach ganz viele Komponenten. Symfony besteht eigentlich aus einer Sammlung von ganz vielen Einzelkomponenten. Nur eben potenziell alles, das quasi aus dem Hause Symfony kommt und gut zusammenarbeitet. Ja, und in Laravel ist es genauso und in den anderen ist es genauso. Ja. Das heißt, auch Frameworks sind eigentlich mittlerweile Komponentensammlungen, die man dann auch potenziell einzeln verwenden kann. Also ich muss nicht immer das ganze Symfony-Framework verwenden, sondern wenn ich E-Mails schreiben möchte, kann ich zum Beispiel die Symfony-E-Mail oder Send-Mail-Library verwenden. Die wird halt im Symfony-Framework verwendet, aber wenn ich nur Mails schreiben will, dann schnappe ich mir diese einzelne Komponente und fertig. Das heißt, so ist momentan in etwa das State of the Art, was Softwareentwicklung betrifft. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich, die Sie sich jetzt gestellt haben, der labert da was über Komponenten und Dinge, was nützt mir das jetzt? Ja? Wofür ist das jetzt gut? Uns nützt es etwas, weil wir können jetzt mit solchen Komponenten arbeiten und wir werden auch mit solchen Komponenten arbeiten. Bis jetzt haben wir in den Übungen uns selbst Dinge gebastelt. Wir haben PHP-Dateien angelegt, wir haben eine eigene kleine Applikation geschrieben. Das werden wir schon nach wie vor weiterhin so machen. Aber wir werden halt ab jetzt so langsam auch hin und wieder Libraries, Komponenten, Packages, wie auch immer ich sie nennen möchte, verwenden. Das heißt, wir werden auch Code von anderen Leuten verwenden, damit wir nicht alles immer von null selbst schreiben müssen. Und dafür ist dieses Wissen extrem wichtig. Wie verwaltet man die jetzt? Wie arbeitet man im PHP jetzt damit? Da gibt es im Prinzip zwei wichtige Dinge. Es gibt den Composer und Packages als sogenanntes Repository dazu. Der Composer mit diesem wunderbaren Logo ist der Dependency Manager. Also das ist das, dieses Stück Software, was wir im ersten Semester in Node.js, was NPM war. Also dieses Ding, das Pakete installieren kann und in mein Projekt hinein, wo ich sagen kann, ich brauche jetzt für die Arbeit in meinem Projekt dieses und jene Package, ja, oder diese Komponente.
in Node.js-Ökosystem ist es zum Beispiel NPM und in PHP nennt sich dieser Dependency Manager Composer. Der installiert Packages, er verwaltet auch sie, das heißt, ich merke mir, so wie wir das auch im ersten Semester gesehen haben, ich merke mir, welche Versionsnummern sind genau installiert. Ich kann das auch sozusagen wieder, wenn ich das einmal gemacht habe und das Projekt ist in einer Versionskontrolle, dann kann ich einfach sagen, hey Composer, installiere mir alle Pakete, die dieses Webprojekt braucht. Und er weiß genau, diese und jene Version muss er installieren, lädt die runter und speichert die quasi in meinen Projektordner hinein. Ja, das heißt, da muss ich mich eigentlich um nichts mehr kümmern, alles auf Projektbasis. Und das ist die große, tolle Sache, die unser Leben im PHP extrem einfach machen wird, Composer übernimmt auch das sogenannte Autoloading der Komponenten. Erinnern Sie sich bitte an letzte Woche, an die Code-Along-Übung zum objektorientierten PHP, wo ich gesagt habe, und jetzt müssten wir bitte wieder mit require hier diese Klasse einbinden, damit sie erkannt wird, sonst gibt es einen Fehler. Ja? Und hier brauchen wir auch ein require. Und im Endeffekt haben wir 6 oder 7 require-Statements in verschiedensten Files drinstehen gehabt, was potenziell mühsam ist. Ja? Composer löst dieses Problem jetzt, weil er einen sogenannten Autoloader für uns baut. Das heißt, alle Komponenten, die ich mit Composer installiere, die werden auch automatisch gefunden und eingebunden und ich muss keine Require-Statements schreiben. Eines muss ich machen, um den Autoloader einzubinden, der Rest geht dann automatisch. Composer, das muss man installieren. Bitte das nicht lesen, das ist nur sozusagen quasi die offizielle Installationsanleitung. Aber wenn ich irgendwo eine Entwicklungsumgebung habe, so wie wir unser FH Oberösterreich Webdoc haben. Ja, da muss ich sowas, da habe ich sowas einmal gemacht, damit das funktioniert. Das heißt, man lädt sich den Composer-Installer runter, das ist ein PHP-Skript selber, da wird einfach nur gecheckt, ob das richtig ist, da wird einfach der sogenannte Hash-Wert verglichen mit einem vorher berechneten, zum Schauen, dass die Datei in Ordnung ist, nachdem man sie runtergeladen hat, dann wird die ausgeführt. Und dann wird sie, nachdem sie ausgeführt ist, wieder gelöscht. Und dann hat man eine sogenannte Composer-FAR-Datei. Ein FAR ist ein PHP-Archiv. In Java gibt es die JAR-Dateien, das sind diese ausführbaren Java-Dateien. In PHP heißen die FAR. Und damit man die quasi einfach wie eine Executable, also wie eine ausführbare Datei verwenden kann, wird das bei uns einfach umbenannt und in das Verzeichnis User-Local-Bin-Composer, also User-Local-Bin geworfen unter dem Namen Composer. Das heißt, Sie können in Ihrem FH Oberösterreich Webdoc, ich zeige es eh dann nachher her, einfach Composer schreiben und dann haben Sie Zugriff auf diesen Dependency Manager. Das heißt, weil wir ja da einen Linux-Container haben, schaut das so aus. Hätte ich so einen Gesamt-Web-Server zum Beispiel unter Windows installiert, dann muss ich mir halt die Composer-Setup-Exe runterladen und das in diesen Gesamt hinein installieren, aber wir brauchen das nicht. Das FH Oberösterreich Webdoc ist fix fertig und hat eine lauffähige Version von Composer schon dabei. Das heißt, alles das unter User Local Bin Composer liegt das drinnen. Zeige ich dann live alles noch her. Jetzt ist das ganz schön. Wie das Ding funktioniert, das werden wir gleich sehen. Bevor wir dazu aber kommen, müssen wir irgendwo noch wissen, wo kriegen wir jetzt diese Packages her? Also wo finde ich die? Und in der PHP-World ist Packages das Repository, wo ich einfach sehe, was es für Pakete gibt. Ja, das ist unser zentrales Verzeichnis zum Finden und Abrufen von Komponenten mit Hilfe von Composer. Bei NPM war das so, NPM hat selbst eine Webseite, npmjs.com, wo quasi ich die Pakete abfragen kann. In PHP hat man das aufgeteilt. Packages ist quasi das Repository und Composer ist die Software, die mit diesem Repository arbeitet. Das kann man eigentlich, das kann ich gleich herzeigen. Das heißt, das ist so diese Webseite, Packages, da kann man hier oben nach Paketen suchen. Das werden wir gleich machen. Ja. Übrigens, so ein bisschen Statistik, es gibt fast 1 Million PHP-Komponenten mittlerweile. Ja, ist relativ viel. Das heißt, man findet so gut wie für alles eine fertige Komponente, würde ich sagen. Und wenn man sich in diesem Dschungel nicht wirklich zurechtfindet, es gibt ganz viele sogenannte Awesome-Lists im Web, ja, zum Beispiel auch für PHP. Die stecken meist in GitHub-Repository. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche jetzt eine Komponente, die einen bestimmten Job macht, ich bin mir aber nicht sicher, was ist eine gute. Ja, weil es gibt vielleicht 5 oder 6 und ich habe keine Ahnung, welche richtig gut ist, dann schaue ich mir solche Awesome-Lists an. Und dann sieht man zum Beispiel, hier gibt es einen Table of Contents und der ist einfach aufgelistet nach sozusagen Jobs, nach Kategorien. Also ich brauche vielleicht eine Komponente für E-Mail, für Files, für Streams,
für Security und Passwörter, Code-Analyse, Task-Runner, Logging, PDF-Verstellung etc. Also man sieht, man hat eine ganz, ganz lange Liste und da sind einfach dann Komponenten verlinkt, die man hernehmen kann, wo einfach Leute drüber geschaut haben, das ist eine kuratierte Liste und die sagen, okay, das ist eine gute Komponente, die kannst du hernehmen. Solche Awesome-Lists, ja, das sind diese PHP-Repositories, die diesen netten Badge hier mit der Brille haben, da gibt es ganz viele. Ja, also da gibt es dieses Übersicht-Repository, für welche Sprachen es sozusagen Awesome-Lists gibt. Und da sieht man mehr oder weniger, wenn man durchschaut, für alle möglichen Dinge gibt es solche Awesome-Lists. Das heißt, wenn ich in irgendeinem Bereich irgendwelche Software suche, die einfach quasi gut ist und von führenden Codern und CoderInnen empfohlen sind, dann suche ich mir für meinen Bereich die Awesome-Lists raus, ja, und dann, keine Ahnung, dann finde ich einfach sozusagen für diese Dinge gute Pakete. Also man sieht es eh, für Python, für Rust, für Go, für C, C++, C#, Java, also da ist wirklich jede Programmiersprache ist irgendwie dabei. Diese Awesome-Lists, das kann man, auf sowas kann man immer zurückgreifen. Und die gibt es eben auch für PHP, das heißt, später mal vielleicht, wenn Sie irgendwo sagen, okay, ich brauche jetzt eine Komponente für einen Job, suchen Sie nach Awesome PHP, dann finden Sie diese Liste und die ist immer relativ aktuell und enthält so Komponenten, die man verwenden kann. So, jetzt würde ich aber sagen, wir machen jetzt ein Beispiel, damit wir uns diesen Workflow mal anschauen, damit das jetzt verständlich wird, was ich da die ganze Zeit rede. Ja, und wir werden jetzt ein Beispiel machen und wir machen uns jetzt eine Mini-Web-Applikation, die uns einen random Chuck Norris Fact ausgibt. Ja, ich sage jetzt nicht Witz, weil they're not actually funny, ja, aber ist egal. Ein random Chuck Norris Fact, Sie kennen das ja. Ja, Chuck Norris hat das und das getan. Ja. So. Da werden wir jetzt mit einer Sache arbeiten. Das kann man vielleicht, bevor ich da herzeige. Es gibt im Internet eine wunderbare Seite, sage ich mal. Das ist die Chuck Norris Joke API. Ja, das ist diese hier. Okay, nice. Diese Seite hat einfach sozusagen eine Datenbank mit Chuck Norris Facts oder Jokes. Ja, und die kann man abfragen. Und die hat eine sogenannte API, also eine Schnittstelle, ein Application Programming Interface. Das heißt, ich kann diese Jokes programmatisch abfragen. Ja? Das sieht man hier, da steht da Usage. Ja? Retrieve a random Chuck Norris Joke in JSON-Format. Und da steht, ich soll einen GET-Request an https://api.chucknorris.io/jokes/random abschicken, um einen random Chuck Norris Joke zu bekommen. Mittlerweile wissen Sie, glaube ich, GET-Requests, das sind so die Standardart von Requests, die ich einfach mache, wenn ich einen Link im Browser öffne. Das heißt, ich kann hier wunderbar auf diesen Link klicken, dann sieht man api.chucknorris.io/jokes/random und ich bekomme hier so eine JSON-Struktur retour, eine Datenstruktur, haben wir im ersten Semester gehört, JSON, wo genau ein Chuck Norris-Joke drinnen steht. Ja, also da steht, der kommt aus der, ist vielleicht schlecht, Category Explicit, whatever is in there, das ist random. Wann wurde der Joke quasi erstellt, created at, und hier unten irgendwo, da bei Value, jetzt geht wieder mein Pointer nicht gut, der hört wieder auf, hier bei Value steht ganz unten der Joke drinnen. Ja? Also Chuck Norris doesn't buy wine, he just stares at a bottle of Welch's grape juice and it turns into 1945 Chateau Mouton Rothschild out of fear. Ja? Whatever. Was ich damit sagen will, schicke ich einen anderen Request, also quasi lade ich die Seite neu, kriege ich wieder irgendeinen anderen random Chuck Norris Fact. Ja? Okay, das stellt mir diese Seite zur Verfügung. Sprich, das ist jetzt nichts, was man sich direkt im Browser anschaut. Also kann man schon, ja, aber ist natürlich nicht sehr spannend. Aber wir können unser PHP-Skript verwenden, um quasi einen Request an diese, diese API zu schicken, die Daten abzugreifen und die in unsere eigene Webseite einbauen, um einen Chuck Norris-Joke mehr oder weniger oder einen Fact irgendwie anzuzeigen. Ja. Es gibt übrigens noch weitere URLs, man sieht hier zum Beispiel, ich kann auch einen Random Joke in einer vorgegebenen Kategorie abfragen, dazu muss ich die Kategorie als Get-Parameter Category mitschicken und ich kann hier eine Liste aller Kategorien abfragen, also wenn ich api.chucknorris.io/jokes/categories aufmache, dann sieht man hier, diese Kategorien gibt es alle, ja? Animal, Career, Celebrity, Death, Explicit, Fashion und so weiter. Das sind alle Kategorien, in denen die Jokes vorhanden sind. Und dieses Wissen, das können wir uns jetzt zunutze machen, um daraus quasi eine Applikation für uns mehr oder weniger zu bauen. So, muss ich meine Slides wieder finden? Hier, okay.
Das heißt, wir werden sowas machen, wie man es hier sieht. Wir werden die Kategorien in einer Dropdown-Liste anzeigen und nach der Auswahl einer Kategorie einen zufälligen Fact anzeigen. Also das können wir vielleicht mal als fertiges Beispiel anschauen. Das sieht hier so aus, meine Vorlesung 4, Chuck Norris Fact. Da geht hier diese Seite auf. Jetzt hat der zuerst, ohne dass wir das jetzt schon groß sehen, hat er die Kategorien abgefragt und hat uns diese Kategorien hier in einer Dropdown-Liste angezeigt. Ja? Also zum Beispiel Science, weil wir ja in einer Hochschule sind. Und dann drücke ich hier den Roundhouse-Button und dann quasi bekomme ich einen Chuck Norris-Fact. Ja? Und wenn ich hier aus der Category Animal hier das aufrufe und wieder Roundhouse sage, dann kriege ich einen Random-Fact aus der Category Animal. Okay? Also das macht meine Applikation. Die bietet mir immer einen Chuck Norris-Fact aus einer bestimmten Kategorie. So, was muss ich hier jetzt machen? Das schauen wir uns jetzt an. Also Punkt 1 ist, ich muss diese Kategorien abfragen und in einer Liste darstellen und dann muss ich quasi noch einmal sagen, und jetzt gib mir einen Joke von dieser Kategorie. Die Idee ist, wir rufen unser PHP-Skript auf, ja, und starten zunächst einen Request an die Chuck Norris Joke API. Ja. Das heißt, unser PHP-Skript, das ja eigentlich am Server rennt, das heißt, wir sind der Client, unser Browser ist der Client, der ruft am Server unser Chuck Norris-Datei auf und möchte quasi von der den Joke als HTML mehr oder weniger retour haben. Ja, also klassische Request-Response. Aber die Daten über die ganzen Chuck Norris-Jokes, die hat ja unser PHP-Skript nicht. Die liegen ja bei dieser Chuck Norris-API. Das heißt, unser PHP-Skript muss jetzt selbst ein Client werden, muss einen Request zur Chuck Norris-API schicken, muss sagen, gib mir bitte zum Beispiel am Anfang alle Kategorien. Und die kriege ich als Response zurück. Und dann zeige ich mal meine Seite mit den Kategorien an. Dann bin ich wieder am Zug. Ich wähle eine Kategorie aus, schicke wieder die Seite ab. Die Seite macht wieder einen Request von sich aus zur Chuck Norris API und sagt, und jetzt gib mir bitte einen Random Joke in der vorausgewählten Kategorie. Der kommt wieder zu meinem PHP-Skript zurück. Mein PHP-Skript gibt diesen Joke aus und gibt die Response wieder an den Browser zurück. Das heißt, wir haben eigentlich so einen zweistufigen Prozess. Unser PHP-Skript muss plötzlich in der Lage sein, Requests abzusenden und Responses zu empfangen und nicht nur einfach auf einen Request antworten. Das ist also die erste Geschichte. Wir schicken einen Request ab und holen uns alle Kategorien. Mit den Kategorien befüllen wir diese Dropdown-Liste. Unsere UserInnen wählen dann aus der Dropdown-Liste was aus, schicken das Formular ab. Ein zweiter Request wird an die API geschickt, die Kategorie wird mitgegeben und man bekommt quasi den Random Joke zurück und den zeige ich dann aus und gebe ihn an und gebe ihn aus. Ja. Das heißt, wir brauchen als ersten Schritt eine HTTP Client Library. Unser PHP-Skript muss einen Request abschicken können. Ja, also es kommt ein Request an unser PHP-Skript, aber bevor das antwortet, muss es sagen, halt, ich muss mir noch die Daten holen. Das heißt, muss selbst einen Request abschicken, Daten empfangen, einbauen und dann an den Browser zum Beispiel die Response zurückschicken. Das heißt, wir müssen eine HTTP-Client-Library uns suchen auf Packages. Ja, und das können wir jetzt hier, das mache ich jetzt hier mal schnell live, um das herzuzeigen. Das heißt, ich gehe auf die Seite Packages und suche zum Beispiel nach HTTP-Client. Ja, ich brauche eine Library, die Requests abschicken kann und Responses verarbeiten. Und dann kommen jetzt ein paar daher. Also zum Beispiel, man sieht hier, vom Symfony Framework gibt es einen HTTP-Client. Den könnte ich hernehmen. Sehr, sehr bekannt ist aber der Guzzle HTTP-Client. Man sieht hier die Download-Zahlen. Ja, also der ist schon 644 Millionen Mal installiert worden. Klingt ganz gut. Symfony nur 163 Millionen Mal. Ja. Man kann also sozusagen auch ein bisschen an den Download-Zahlen oder an den Anzahlen der GitHub-Sterne ein bisschen erkennen, wie gut diese Library mehr oder weniger verwendet wird. Das heißt, Guzzle HTTP, das klingt eigentlich total gut. Da steht Guzzle ist eine PHP-HTTP-Client-Library. Wunderbar. Und wenn ich hier runterschaue, da habe ich genau diese README und dann steht drinnen, wie ich damit arbeite. Ich lege mir so ein Guzzle-Client-Objekt an. Okay, passt, das kann man nachher machen. Und dann sagt man einfach Client-Request. Okay, ich möchte einen Get-Request machen an irgendeine API. Dann bekomme ich die Response und mit GetBody hole ich mir den Inhalt der Response raus und kann ihn verarbeiten. So, das steht ungefähr drinnen, wie das funktioniert. Dann weiß ich, aha, cool, passt, ich kenne mich aus und sowas mache ich jetzt also. Das heißt, wir suchen uns diese Library und finden die. Diese Library, wenn man jetzt nochmal da kurz schaut, die heißt,
Die heißt zwar Gazelle, aber das Paket hier, also es heißt Gazelle, aber das Paket heißt eigentlich Gazelle HTTP/Gazelle. Okay, what's this? Ja, das sind die Komponentennamen, die man hier verwendet. Ja, das heißt, die werden ähnlich so wie Namespaces, werden die quasi in so einer zweistufigen Syntax angeschrieben. Ja, das heißt, vor dem Slash ist der Vendor-Name und danach ist der eigentliche Package-Name. Das heißt, beim Gazelle ist der Vendor-Name Gazelle HTTP und die Komponente selber heißt Gazelle. Und dann sieht man aber, unter diesem Vendor-Name Gazelle HTTP gibt es zum Beispiel auch die Gazelle Services und noch 10 andere Pakete. Ja. Oder es gibt dieses Leak-Fly-System oder PHP-Mailer, da ist der Vendor-Name gleich wie der Package-Name zum Beispiel. Ja. Oder wenn ich ein weiteres Mailer-Programm haben will von Symfony, gibt es das Mailer, die Mailer-Komponente. Und selbst wir an der FH Österreich haben Komponenten wie den FHUI-Router, ja, den werden wir ab nächsten Mal dann einsetzen. Das ist so eine Routing-Komponente. Auch die gibt es zum Beispiel bei Packages zum Installieren. Das heißt, ich muss immer diese beiden Dinge wissen. Unter dem Vendor-Name sind einfach potenziell eine Reihe von Paketen, wo man dann sagen kann, die sind alle vom selben Entwickler oder von derselben Organisation entwickelt worden, mehr oder weniger. Also alles, was mit Symfony Slash beginnt, weiß ich, das gehört zum Symfony-Framework zum Beispiel dazu. Ja. Wir haben also diese Paketnamen. Ja. Und jetzt kann ich die installieren. Jetzt muss ich dann quasi in meinen Server wechseln. Wir wechseln in unseren Docker-Container und da drinnen sage ich jetzt Composer Require und dann gebe ich diesen Vendor- und Package-Namen an. Ja, also genauso wie wir mit NPM das gemacht haben, um diese Pakete zu installieren, sage ich jetzt Composer Require. Das ist, damit ich Gazelle installiere, mache ich mir zuerst einen Ordner für den Chuck Norris Fact, gehe da hinein und sage dann Composer Require, Gazelle HTTP Gazelle und dann kriege ich zwei Dateien, das schauen wir uns jetzt aber live an, damit es besser verständlich ist, was da sozusagen passiert. Das heißt, ich habe hier meine PowerShell und die steht im FH Oberösterreich Webdoc-Ordner und jetzt muss ich mal in den Container hinein, weil jetzt bin ich ja noch auf meinem Windows-Rechner, da habe ich nichts verloren. Das heißt, ich mache jetzt dieses hier, docker-exec-it-webapp/bin/bash. Das heißt, ich rufe beim Docker auf, dass ich gerne in den Container Webapp oder im Container Webapp die Bash-Shell aufrufen möchte. Also bin Bash ist einfach diese Bash-Shell. Beim Daniel Knittel-Frank dürfte das ein paar Mal gefallen sein. Und wenn ich das mache, jetzt stehe ich in meinem Container. Man sieht, ich bin als Root-User in meinem Web-App-Container drinnen und ich stehe im var-www-html-Ordner drinnen. Ja, das heißt, wenn ich da ein ls-l mache, dann sehe ich alles, was hier sozusagen in meinem Web-Root-Ordner drinnen ist. Könnte man jetzt zum Beispiel hier auch sehen, wo haben wir es? Ich brauche schnell mein. Ein bisschen zurück hier. Im Prinzip, das entspricht genau dem, was man hier sieht. Ja, also, wenn ich genau schaue, da sieht man jetzt, da ist der Hyp 1 Übung 1 Examples, Hyp 2 Examples, Übung 1 Hochleitner, Übung 2 Hochleitner. Der Dashboard-Ordner wird da ausgeblendet, aber das ist da alles drinnen. Ich bin also hier drinnen. Jetzt gehe ich mal in meinen Hyp 2 Vorlesungsordner und in den Vorlesung 4. Und wenn man schaut, da ist zum Beispiel dieser Chuck Norris Fact Ordner schon drin. Da ist das Beispiel, das ich gerade hergezeigt habe. Ja? Das heißt, da ist schon mein fertiges Beispiel. Wir machen das jetzt aber quasi neu. Also anstatt, dass ich hier jetzt einen Ordner Chuck Norris Fact mache, mache ich jetzt einen Ordner, ich nenne ihn einfach nur Chuck, ja, weil den anderen gibt es schon. Der ist jetzt zum Beweis natürlich leer, da ist nichts drinnen. Hoppla, soll ich hineingehen, sollte ich vielleicht auch noch. Ja. So. Ist leer. Und jetzt machen wir genau das, was hier steht. Wir sagen, okay, bevor wir hier drinnen was machen, wir brauchen jetzt diese Gazelle-BRB-Komponente und die wollen wir uns jetzt mehr oder weniger mit Composer einbinden. Das heißt, ich sage jetzt genau den hier. Composer Require. Also rüberschieben, okay. Wie hat sie geheißen? Gazelle HTTP war der Vendorname und Gazelle war die Komponente. So, sage ich jetzt okay. Und was jetzt passiert ist, im Prinzip genauso was, was wir bei NPM gesehen haben. Ja, das sagt, okay, passt. Ich lade jetzt Gazelle in der Version 7.8.1 runter. Das ist die letzte Version, die es gibt. Man könnte ja auch Versionen angeben und fertig. Man sieht aber, da kommen ein paar andere Pakete auch noch daher. Ja, das sind halt die der Gazelle wieder braucht. Die werden alle sozusagen auch runtergeladen. Dann sagt er Downloading, Downloading, Downloading und Installing, Installing, Installing. Und jetzt ist sozusagen alles heruntergeladen. So, wenn wir jetzt schauen in den Explorer, was ist da jetzt passiert? Da sind meine
Examples, Vorlesung 4, da ist mein Ordner Chuck. Ja, und was da jetzt drin liegt, diese drei Verzeichnisse, die wurden jetzt angelegt. Es gibt ein Vendor-Verzeichnis, das ist so wie dieses Node-Modules in Node.js. Da liegen tatsächlich die Packages drin. Da sieht man den Ordner GASL-HTTP und da liegt zum Beispiel GASL drinnen. Und unter Source liegen die ganzen PHP-Klassen drinnen, die alle zu dem GASL dazugehören. Ja? Und halt unter GASL-HTTP gibt es auch noch Promises, da liegen bestimmte andere Klassen drinnen, die ihr braucht. Und PSR und Raluffy und Symfony ist sogar auch ein Paket dabei. Also sprich, das ist alles, was sozusagen der GASL benötigt, um zu arbeiten. Und dann sind auch noch diese beiden Dateien hier, eine Composer.json und eine Composer.log drinnen. Und falls Sie sich erinnern, auch bei NPM und bei Node.js gab es auch diese Dateien. Die haben da Package.json geheißen, ja? Und Package.log, also Package.log.json. Und wenn man schaut, das ist das, was in der Composer.json drinsteht. Ja, da steht einfach nur drinnen, hey, dieses Projekt braucht GASL-HTTP GASL in der Version 7.8. Und die Composer.log, die enthält jetzt genau die Versionen plus alle Abhängigkeiten. Also da steht, wir brauchen GASL-HTTP GASL in Version 7.8.1. Ja, und dann steht, wo kommt das her? Von diesem Git-Repository und. Alles, was nur notwendig ist. Und da steht wieder, GASL braucht wieder selber diese Libraries hier. Okay, also kommen die unten alle daher. Ja, dann kommen sozusagen die restlichen Komponenten daher. Und dann kommen die GASL-Services irgendwann und dann kommen die kommen jetzt da irgendwo daher und. Oder Promises zuerst und dann kommen die Services. Also sprich, alle Pakete werden da aufgelöst und angezeigt. Das heißt, diese zwei Dateien, die enthalten alles, was ich brauche, um das wieder zu installieren. Wenn ich die schon mal habe, brauche ich einfach nur sagen Composer Install, der schaut sich das an und installiert mir alles wieder so, wie ich es habe. Drum, die beiden gehören auf jeden Fall in die Version Control hinein. So, jetzt habe ich also quasi diese Library zur Verfügung und jetzt kann ich mehr oder weniger beginnen, meine Applikation zu bauen mit diesem GASL-Client. Bevor wir allerdings da dazu kommen, noch ganz kurz erklärt, was bedeutet das? Also da steht jetzt da dieses Circumflex 7.8. Das ist eben diese Composer.json. Bitte immer im Projekt belassen, die gehört auch in die Version Control, weil später kann ich einfach, wenn ich diese Information habe, zusammen mit der Composer.log, kann ich einfach die Pakete wieder eins zu eins so installieren. Das ist ganz spannend, vor allem wenn Sie gemeinsam arbeiten im Zweierteam. Eine Person required die Komponente, committed diese Composer.json und Composer.log, dann hat natürlich die zweite Person, die macht dann einen Pull, die hat nur diese zwei Dateien, aber hat noch diesen Vendor-Ordner nicht. Das heißt, die sagt dann einfach nur Composer install, dann lädt Composer genau dieselben Komponenten wie bei der anderen Person runter und sie haben beide dieselben Dependencies auf ihrem Rechner und können beide entsprechend arbeiten. Also das ist genau der Sinn und Zweck da davon. Diese Versionsangaben hier, nur dass wir das auch einmal durchgesprochen haben. Es gibt ein Versionsschema, das sich in der Softwareentwicklung eigentlich total weit verbreitet hat. Das ist das sogenannte Semantic Versioning. Das ist eigentlich das Schema, wie man Versionsangaben macht. Und das ist in der Regel immer ein dreistufiges mit Punkten in der Mitte. Also quasi Major.Minor.Patch. Also das könnte zum Beispiel 1.2.4 oder 3.0.8 oder 1.0.0 oder sowas sein. Ja. So gibt man normalerweise Versionen an und alle Composer-Packages halten sich an dieses sogenannte Semantic Versioning. Was bedeutet da was? Die Major-Version, also die ganz vorne steht, die wird nur geändert, wenn es neue Änderungen gibt, die aber nicht kompatibel mit früheren sind. Das heißt, ich mache ein Package, das hat Version 1.0, ja, und dann kriegt es andere Versionen von mir erst dazu. Und irgendwann einmal sage ich, okay, ich mache eine ganz starke Änderung. Das heißt, wenn man die verwendet, dann ist sie nicht mehr kompatibel, so wie man das vorher verwendet hat. Dann muss ich eine Version 2.0 machen. Ja, weil dann sagt man, okay, 1.0 war so, 2.0 ist ganz anders, die muss man anders verwenden, sind nicht mehr miteinander kompatibel. Die Minor Version, die in der Mitte drinnen, die wird immer geändert, wenn es neue Funktionalitäten gibt, die vorher noch nicht da waren, die aber rückwärts kompatibel sind. Das heißt, ich habe eine Version 1.0 und dann fällt mir ein, okay, meine Komponente, die sollte jetzt auch noch das und das können. Aber alles, was sie bisher konnte, funktioniert nach wie vor, nur sie kann halt jetzt noch was zusätzlich. Dann mache ich eine Version 1.1.0 zum Beispiel, weil damit zeige ich an, okay, da gibt es jetzt neue Features, aber quasi alles, was bisher schon funktioniert hat, funktioniert jetzt auch noch gleich. Und die dritte Stufe sind die sogenannten Patches, oder ist das Patch-Level.
Das wird nur für Bugfixes oder für ganz kleine Änderungen gemacht, die in der Regel keine neuen Funktionalitäten bringen, sondern nur bestehende korrigieren, weil sich irgendwas geändert hat, weil ein Bug entdeckt wurde, weil, keine Ahnung, irgendwo Dinge entdeckt wurden, die nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Dann gibt es eine Minor-Version, also 1.0.1 zum Beispiel, wenn ich sage, okay, es gibt, da wurde irgendwas repariert. Das sieht man zum Beispiel auch bei PHP. Ja? PHP Version 8.3.0 kam raus, irgendwann im November. Mittlerweile stehen wir bei 8.3.4. Da gab es keine neuen Versionen, also keine neuen Funktionen. Das ist immer noch PHP 8.3, aber es wurden halt Fehler korrigiert. Ja? Und genauso sollte es bei Software auch sein. Bei Composer, da haben wir gesehen, da gibt es das mit diesem Dach, da ist gestanden Dach 7.8, also Circumflex 7.8. Das bedeutet zum Beispiel, ich will hier, oder wenn es bei 1.0 steht, ich will zum Beispiel Version 1.0, ich will aber auch 1.1 und 1.01 und 1.2 und so weiter, aber 2.0 will ich nicht. Das heißt so viel wie, erlaube die Installation von allem, was im 1.x passiert, aber 2.0 wird nicht automatisch installiert. Ich kann es auch anders angeben. Ich kann Versionsnummern genau angeben. Dann kann ich in dieser Composer.json sagen, ich will nur Version 1.2.3 und dann wird keine andere installiert. Oder einen Bereich größer gleich 1.0 oder größer gleich 1.0, kleiner 2.0 oder kleiner 2.0. Also sprich, man kann die Versionsnummern hier in verschiedensten Varianten angeben. Die gebräuchlichste ist aber die mit dem Dach, weil die macht normalerweise total Sinn. Das heißt, es soll innerhalb der aktuellen Major-Version bleiben, damit riskiere ich nicht, dass plötzlich, wenn ich irgendwann mal sage Composer Update, dann würde er die Pakete updaten, dass ich plötzlich eins bekomme, was Änderungen drinnen hat, die nicht rückwärtskompatibel sind. Weil plötzlich würde mein Code nicht mehr funktionieren, weil dann habe ich Version 2.0 und nichts geht mehr. Das heißt, ich bleibe bewusst in Version 1.0, wo ich mich darauf verlassen kann, oder 1.1 oder 1.2 oder 1.9, das ist egal, wo ich mich verlassen kann, die Komponente funktioniert immer gleich. Potenziell kommen neue Features dazu, ja, aber ich riskiere nicht, dass irgendein Breaking Change sozusagen passiert. So, und wie gesagt, Composer Update habe ich schon gesagt, damit kann ich meine aktuellen Komponenten immer installieren. Das Composer Update schaut sich die Composer JSON an. Wir haben gesehen, in unserer ist drin gestanden Circumflex 7.8 und installiert wurde 7.8.1, weil das ist halt die neueste. Angenommen, es kommt 7.8.2 heraus, dann würde ein Composer Update meine 7.8.1er-Version von Gazelle zum Beispiel auf 7.8.2 ändern. Angenommen, es kommt 7.9 heraus, würde das auch passieren. Angenommen, es kommt Version 8.0 heraus, dann nicht, weil ich eben gesagt habe, nur innerhalb der 7er-Version zum Beispiel bleiben. Ja. Und was auch ganz spannend ist, sobald ich mit Composer etwas installiert habe, ja, das muss ich jetzt nochmal herzeigen, das sieht man hier auch im Explorer ganz gut, hier liegen also im Vendor-Ordner die ganzen Pakete drinnen. Was aber auch drinnen liegt, ist eine Autoload-PHP. Das ist sozusagen das sogenannte Autoloader, der dafür sorgt, dass alle Pakete, die hier im Vendor-Ordner drinnen liegen, automatisch gefunden werden und ich mich um nichts mehr kümmern muss. Das heißt, der Autoloader wird immer mit einem Composer-Install, Composer-Update, der wird automatisch aktualisiert, sodass ich damit arbeiten kann. Und dieser Autoloader, den muss ich einmal in meiner Hauptdatei einbinden mit Require Vendor Autoload PHP und dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern, dass ich irgendwo meine Komponenten mit Require einbinden muss. Der Composer Autoloader, der macht das alles für mich. Das heißt, einmal mit Composer installieren, einmal dieses Require hinein und alle Komponenten werden automatisch gefunden. Weil dieser Autoloader, der kennt sich genau aus, der weiß, wo liegt etwas drinnen und kann dann mehr oder weniger für mich die Require-Aufrufe machen. Das heißt, es gibt keine Fehler, es wird alles gefunden und das ist eigentlich eine super Sache, weil das macht das Leben wesentlich einfacher. So, zurück zu unserem Chuck Norris Beispiel. Ja, was müssen wir da jetzt machen? Da habe ich jetzt eine Index.php gemacht, ja, die schaut so aus. Und am Beginn dieser Index.php steht ein kurzer PHP-Block. Ja? Und dieser PHP-Block, der macht, wie man ganz oben sieht, zuerst einmal Require Vendor Autoload PHP, das heißt, der inkludiert mal den Autoloader. Damit ist eben das Laden von Komponenten erledigt. Und dann sage ich so, ich möchte jetzt
dieses diesen Gazelle-Client, diese Library verwenden. Und wir haben vorher in der Doku gesehen, ja, da muss man sich jetzt so ein Gazelle-Objekt anlegen, ein Client-Objekt eigentlich. Das heißt, ich mache mir eine Variable $Client und sage, ist new Gazelle HTTP Client. Wiederum, das ist der Namespace, Gazelle HTTP, und Client ist der Name der Klasse. Und nachdem eben sozusagen das in einem Namespace liegt, muss ich es auch ganz angeben. Man könnte das durch so ein Use-Statement ersetzen, das habe ich in der Übung letzte Woche gezeigt, dann würde hier oben stehen Use Gazelle HTTP Client, dann könnte ich hier schreiben $Client ist New Client, aber irgendwo muss ich den gesamten Namespace immer angeben. Das heißt, ich habe jetzt ein Objekt, ich verwende jetzt diese Komponente, diesen Gazelle Client, den habe ja nicht ich geschrieben, sondern das ist ein fertiges Stück Software, aber ich muss es einmal mit Composer installieren und binde den Autoloader ein und dann kann ich es hier verwenden. So, und jetzt mache ich Folgendes. Dieses Client-Objekt hat eine Methode Request. Ja, das stand so in der Doku drinnen, das habe ich rausgelesen. Damit kann mein PHP-Skript einen Request abschicken. Und zwar vom Typ get an die URL api.chucknorris.io/jokes/categories. Das war das, was ich vorher im Browser aufgerufen habe, wo dieses JSON-Array mit den Kategorien retour kam. Ja? Okay. Das heißt, die Library schickt mir einen Request dorthin und kriegt eine Antwort retour. Da kommt diese JSON-Datenstruktur retour, dieses Array. Und das steckt dann in Categories Response drinnen. Also da ist quasi diese JSON-Datenstruktur. Damit ich das ist aber ein sogenanntes Response-Objekt noch, also quasi Request gibt ein Objekt retour. Und damit ich aus diesem Objekt diesen Inhalt quasi als Text rausbekomme, sage ich einfach Categories Response Get Body. Also Get Body heißt, gib mir das, was in der Response drinsteckt. Weil in dem Response-Objekt ist auch noch viel, viel mehr drinnen. Da stecken die ganzen Response-Header und sonstige Informationen, die interessieren mich alle nicht. Ich will den Body hier haben, diesen Text, der da drin stand. Ja. Okay, das heißt, in Categories Body habe ich dann sozusagen textuell dieses JSON-Array drinstehen, also eckige Klammer auf Anführungszeichen und dann standen die ganzen Kategorien. Und damit ich da jetzt eine PHP-Datenstruktur, ich will ja ein PHP-Array haben, sage ich jetzt noch JSON-Decode Categories Body in die Variable $Categories und damit habe ich jetzt ein PHP-Array. Das heißt, der nimmt dieses JSON-Array und baut daraus ein PHP-Array. Also in meiner Variable $Categories steckt jetzt ein PHP-Array mit diesen ganzen Kategorien. Animal und Explicit und Science und was auch immer alles da drinnen war. Ja? Okay, das war Schritt Nummer 1. Genau. Gazelle Client wird angelegt und das war das. So, danach, ich zeige nachher die ganze Datei her, danach muss ich jetzt mal sozusagen meinen Output generieren. Das heißt, jetzt am Beginn, wenn die PHP-Datei aufgerufen wird, macht der mal diesen Job und fragt mal die Kategorien ab. Und jetzt möchte ich ein Formular ausgeben. Jetzt will ich die Webseite anzeigen und in diesem Dropdown sollen die Kategorien drinstehen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal mein HTML, ganz den statischen Teil mit Doctype und Title und allem drum und dran, habe hier eine H1-Überschrift und dann mache ich ein Formular. So, dieses Formular, da gebe ich für das Action-Attribut jetzt diese Sache hinein. Spitze, Klammer, Fragezeichen ist gleich. Das war dasselbe, wie wenn ich einfach PHP Echo schreiben würde. Also quasi gibt da ein Stück Code aus. Und $Server an der Stelle Script-Name, das ist einfach eine Variable. $Server ist auch so ein Super-Global, der einfach Werte von meinem Webserver drin hat. Und Script-Name ist nichts anderes wie die aktuell aufgerufene Datei. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich beim Abschicken des Formulars mich wieder selber aufrufe, dann schreibe ich einfach $Server an der Stelle Script-Name rein. Weil dann ist egal, wie meine Datei heißt, Index.php oder Hallo.php, ich kann sie jederzeit umbenennen, er ruft sich immer selbst auf. Das heißt, ich schreibe nicht hardcoded meine PHP-Datei hinein, sondern einfach das. Dann habe ich den Vorteil, dass ich mich sozusagen hier nicht festlegen muss. Und ich sage, okay, das Formular wird wieder mit Post abgeschickt. Ja, das steht jetzt hier, Method ist Post. Und dann habe ich wieder das Übliche, ich baue mir ein Label mit dem Category-Selector und ich mache jetzt ein Select-Feld mit dem Namen Category. Und dieses Select-Feld, das befülle ich jetzt über PHP. Weil ich habe ja vorher in dieser Variable $Category, habe ich mir ja schön die Kategorien abgefragt. Das heißt, ich befülle jetzt dieses HTML-Select-Feld mit PHP. Ich mache also hier einen kleinen PHP-Block hinein, mache eine For-Each-Schleife, wo ich über $Categories drüber gehe und gebe einfach so viele Option-Elemente aus, ja,
mit dem Value, was in der Category steht und das da drinnen steht, wie ich halt Einträge in meinem Array habe. Das heißt, ich das Select-Feld und /select ist hardcoded und dazwischen läuft eine PHP-Schleife und baut einfach so viele Option-Elemente, wie Kategorien zurückgekommen sind. Damit bin ich super flexibel. Wenn diese Chuck Norris Joke Database nächste Woche beschließt, es gibt eine neue Kategorie und ich rufe das nächste Woche auf, dann habe ich auch eine Kategorie mehr im Dropdown. Weil die Kategorien habe ich ja vorher live abgefragt, habe sie mir zurückgeholt und jetzt baue ich mit denen dieses Formularfeld drauf aus. Okay, dann gibt es noch den Button, wo Roundhouse draufsteht und der schickt das ab. So, und damit ist der erste Request-Response-Zyklus abgeschlossen. Also sprich, ich rufe meine PHP-Seite auf, die holt sich zuerst die Kategorien, kriegt die Antwort, baut mit diesen Kategorien die HTML-Seite, fertig. Dann wird die Seite mal angezeigt. So, jetzt wird darauf gewartet, dass ein User, eine Userin hier dieses Formular abschickt. Ja? Und wenn das abgeschickt wird, die Seite ruft sich wieder selbst auf. Ja, das heißt, die macht auch wieder diese Anfrage an die Kategorien. Ja, die kommt wieder daher, damit das Dropdown sich füllt, zeigt das mehr oder weniger wieder an. Aber drunter habe ich jetzt nach meinem Formular noch so eine If-Bedingung. Und zwar sage ich, okay, wenn mein Pointer möchte, wenn $post an der Stelle Category existiert, warum $post an der Stelle Category? Wir haben hier unser Select-Feld Category genannt. Das heißt, wenn ich hier was ausgewählt hatte und abschicke, ja, dann wird in $post, weil wir haben es ja mit Post abgeschickt, wird in $post an der Category diese eine Kategorie mitgeschickt, die ich hier ausgewählt habe. Und das passiert erst, wenn ich das Formular abschicke. Beim initialen Aufruf ist das nicht da. Das heißt, diese If-Bedingung, das ist mein Ergebnis. Das wird nur angezeigt, wenn das Formular abgeschickt wurde. Und dann zeige ich quasi her, okay, ich will jetzt einen Random Fact aus der Category $post an der Stelle Category anzeigen. Das heißt, jetzt geht es um den Output. So, aber ich habe den Output eigentlich ja noch gar nicht. Ich weiß zwar die Kategorie, ich will jetzt zum Beispiel aus der Kategorie Science was anzeigen, aber ich brauche noch den Joke. Und da muss ich jetzt noch beim zweiten Mal wieder an diese Chuck Norris API einen Request abschicken. Und ich sage jetzt, okay, ich nehme jetzt wieder mein Client-Objekt vom Guzzled, brauche ich kein neues anlegen, da kann ich das Bestehende nehmen. Und ich mache wieder einen Get-Request, diesmal aber an api.chucknorris.io/joke/random und ich schicke als Query-Parameter Category mit. Das heißt, das ist dieses Fragezeichen, Category ist gleich und dann steht Science oder irgendwas dabei. Also ich hätte gerne einen Random-Joke und gebe ihm jetzt die Kategorie noch mit, damit ich genau aus dieser Kategorie einen Random-Joke kriege. Ich hole mir wieder den Response-Body, mache wieder einen JSON-Decode und gebe mit $fact an der Stelle Value, weil das war in dieser JSON-Responses und dann wird Value, ist da das Ergebnis gestanden, das gebe ich aus. Und damit habe ich jetzt sozusagen meinen Chuck Norris-Joke, meinen Fact oder so ausgegeben. Und jetzt haben wir eigentlich gesehen, einerseits wie man mit so APIs arbeitet, da kommen wir später nochmal im Detail dazu, das ist nur so ein bisschen schon Foreshadowing, aber es ging mir eigentlich darum, wie ich mit der Komponente arbeite. Weil das hier, so einen Request abschicken, das ist gar nicht so einfach. Wie würde ich das sonst machen? Ja, also ich habe meine PHP-Datei und die braucht jetzt von einer zweiten Webseite Informationen. Wie? Ja, ich muss aus meinem PHP-Skript einen Request abschicken und das macht mir diese Guzzled-Library. Ich muss mich nicht drum kümmern. Die Guzzled-Library hat eine Request-Funktion, die Response kommt retour, ich kann die abfragen und verarbeiten. Da ist alles dabei, was ich brauche, um quasi von einer externen Seite Daten zu holen und zu verarbeiten. Und das ist sozusagen diese Idee von Komponenten. Ich habe hier ein Stück Software, ohne das hätte ich meine Applikation so nicht umsetzen können. Und das ist genau das, was mir die Komponente bietet. Ich zeige es noch schnell her, damit man sieht, wie das Ganze jetzt aussieht. Das heißt, meine Chuck Norris, das ist jetzt das fertige Beispiel aus dem Chuck Norris Fact. Da ist genau das drinnen. Oben ist dieser kleine PHP-Block, der die Kategorien abfängt. Dann kommt hier dieses Formular, mit dem, wo die Liste populated wird mit den Kategorien. Und unten ist diese If-Bedingung, die nur angezeigt wird, wenn eben tatsächlich das Formular abgeschickt werden würde. Das heißt, diese Index.php, die müsste ich jetzt in meinem Ordner Chuck, da gibt es ja noch nichts, ja. Damit das funktioniert, müsste ich die Index.php jetzt in dem Ordner Chuck anlegen und dann funktioniert es auch da drinnen sozusagen. Das heißt also, das ist jetzt der nächste Schritt. Zuerst die Komponente einbinden, dann eine eigene PHP-Datei erstellen und dann quasi alles, was ich hier schon wie beim Showkochen vorbereitet habe,
schreiben und dann habe ich sozusagen meine fertige Applikation, die eben eine fremde Komponente verwendet. Eigene Komponenten kann ich übrigens auch machen. Also das heißt, so wie, das muss ja auch irgendwie gehen, irgendwann einmal, ganz am Anfang hat jemand gesagt, hey, wir machen jetzt eine coole HTTP-Library, diesen Gazl, und wir stellen sie der Allgemeinheit zur Verfügung. Und wenn ich Composer Init sage, dann mache ich quasi ein leeres Verzeichnis und beginne mit einer leeren Composer-JSON und kann selbst Daten eintragen. Das ist sozusagen der Start, wenn ich eine eigene Komponente machen möchte, dann sage ich Composer Init, dann wird mein Composer-JSON-File angelegt, ich muss ein paar Sachen ausfüllen und sagen, wie soll deine Komponente heißen und bla bla bla. Und dann habe ich eine Composer-JSON. Und im Endeffekt, um so etwas über dieses Composer, über dieses Packages und Composer verfügbar zu machen, muss eine Komponente eine Composer-JSON haben. Sie muss in einem Git-Repository liegen, also auf GitHub zum Beispiel. Und dann gehe ich auf Packages, lege mir einen Account an und sage, ich möchte bitte eine neue Komponente zur Verfügung stellen, gebe Vendor-Namen und Namen an, sage, das ist das Git-Repository und fertig. Composer Require macht nichts anderes, als die Komponente zu suchen und im Hintergrund ein Git-Klon. Also der lädt mehr oder weniger einfach die Komponente von Git oder GitHub halt herunter in dem Fall. Das heißt, Composer oder Packages ist nur so ein Interface und im Hintergrund alle Komponenten liegen eigentlich irgendwo in Git-Repositories drinnen. Das ist ziemlich smart gelöst. Damit liegen die nämlich nicht zentral auf einer Seite, sondern können potenziell irgendwo verteilt in irgendeinem Git-Repository liegen. Und eine fertige, also Composer-JSON von einer eigenen Komponente, das ist zum Beispiel die vom FH Oberösterreich Router, ja, die schaut dann zum Beispiel so aus. Den Router werden wir ab nächster Woche, also nächste Woche ist Osterferien quasi Ferien, da werden wir die kennenlernen, aber da sieht man das zum Beispiel. Eine Komponente hat einen Namen, ja, FHO Router. Eine Description, a simple object-oriented router for educational purposes. Man gibt eine Lizenz an, man sagt, das ist eine Library, es gibt Keywords, man kann Authors angeben. Dann sagt man, diese Komponente braucht selber zum Beispiel PHP 8.3, braucht PSR Log und braucht XMB-String. Für Development Purposes braucht es diese Packages, Minimum Stability ist stable. Dann kann man auch eine Autoload-Strategie für die Komponente selber angeben und ein paar weitere Config-Optionen. Das heißt, so schaut also ein Composer-JSON aus, wenn man selbst eine Komponente baut. Bei diesem Chuck Norris-Beispiel haben wir auch eine Composer-JSON gehabt, die hatte aber nur diese Require-Section, sonst gar nichts, weil das ist nicht eine eigene Komponente, die wieder andere verwenden, sondern ich will einfach nur wiederum eigene Komponenten einbinden. Aber ich kann meinen eigenen Code auch zu einer Komponente machen, dann muss das so ausschauen. Okay, ja, Frage. Mit diesem Gazl jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Also potenziell, Gazl ist gedacht, sogenannte APIs, also Schnittstellen anzuzapfen, sage ich mal. Das heißt, potenziell Seiten, die Daten in maschinenlesbaren Formaten wie JSON zur Verfügung stellen. Das tut nicht jeder. Ich kann aber auch mit diesem Gazl sogenanntes Web-Scraping machen. Also ich kann sagen, gib mir bitte die Index HTML und ich kriege den HTML-Code retour. Ja, und den kann ich auch verwenden. Also ist genau richtig. Ich kann mir tatsächlich von jeder Seite das eigentlich abfragen. Wobei das, also bei solchen Schnittstellenseiten, APIs, da ist das gedacht gewünscht. Also diese Chuck Norris-Seite, die macht das, damit Leute diese lustigen Facts sich abfragen können. Das ist gewollt. Webseiten-Scraping, dass ich jetzt sage, ich verbinde mit irgendeiner Webseite, saugt deren HTML-Code ab und verwendet den Inhalt dafür weiter, das ist so ein bisschen eine moralische Grauzone, weil es oft mal irgendwelche Terms and Conditions gibt, die es eigentlich verbieten. Man sagt, ja, du kannst mit dem Browser hingehen, der Browser macht ja auch nichts anderes, der holt ja den HTML-Code, aber das maschinell weiterverwenden ist oftmals ein Problem, da muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem, man muss aufpassen, wie oft mache ich das. Wenn ich jetzt meine Chuck Norris-Applikation mache und ich stelle die online und 1000 Leute in der Sekunde rufen meine Seite auf, dann gibt es quasi 1000 Requests auf diese Chuck Norris-Seite. Ja? Das heißt, das hat alles Implikationen. Und wenn ich quasi so eine Seite mache, die irgendwo groß Web-Scraping macht, also von verschiedenen Seiten HTML absaugt, das belastet natürlich auch alle anderen Seiten. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ja, Sie haben es völlig richtig erkannt. Ich kann solche Dinge machen und das, genau für sowas ist es auch gut. Wann immer ich Daten von woanders brauche, gibt es diesen Workflow. Ja? Okay, abschließend so die letzten
20 Minuten möchte ich nur ganz kurz über das Thema Standards reden. Ja, das ist vielleicht so, Standards, langweilig, bla bla bla. Es gibt nämlich eine Sache im PHP, die ich ganz cool finde. Die ist nämlich im PHP, finde ich, fast besser gelöst als in so manchen anderen Programmiersprachen. Nämlich eben das Thema Standards, sprich, wie schreiben wir unseren Code? Wie schreiben wir Code von der, jetzt wirklich von der Formatierung her? Wo setzen wir geschwungene Klammern? Wie viele Leerzeichen machen wir? Kommt zuerst ein Require-Statement oder kommt zuerst ein Kommentar oder irgend sowas? Da könnte man ja theoretisch alles anders machen. Und wenn es aber gewisse Standards gibt, an die sich alle halten, dann heißt es, ich schreibe meinen Code gleich wie Sie und wenn wir irgendwo kollaborieren, dann haben wir kein Problem mit dem Code-Styling, weil es für jeden gleich ausschaut. Und das ist eben die Idee, dass es sozusagen für Sprachen Coding-Guidelines, Coding-Standards gibt und die sind im PHP, finde ich, sehr, sehr schön gelöst. Im PHP nennen sich die PSRs eine PHP Standard Recommendation. Und es gibt ein Gremium im PHP, die PHP-FIG, also die PHP-FIG, wenn man es kurz ausspricht, die Framework Interoperability Group, die diese Standards rausgibt. Warum Framework Interoperability? Im Endeffekt ist es auch so gewesen, sie sind irgendwie so Ende der 2000er Jahre eben draufgekommen mit den großen Frameworks. Ja cool, Symfony gibt's und Laravel gibt's und Yi gibt's und jedes Framework schreibt seinen Code anders. Und jetzt haben wir gerade gesehen, wir denken in Komponenten und ich könnte mir ja hier eine Komponente von Symfony einbinden und hier eine Komponente da. Und wenn alle diese Komponenten unterschiedliche Coding-Guidelines haben, dann ist das ein totales Code-Chaos. Ja? Weil dann ist das quasi, in einem Stück Code sind die Klammern in dieser Zeile, im anderen Stück Code ist alles sind die Variablen-Namen in diesem Camel-Case geschrieben, im anderen sind sie mit Kleinbuchstaben und Underscores und es passt überhaupt nicht zusammen. Und darum haben sich die großen Framework-Hersteller, glaube ich, im Jahr 2009 zusammengetan und haben gesagt, hey, wir müssen das ändern. Wir machen Coding-Standards, damit alle ihren Code gleich schreiben. Quasi, damit das überall gleich ist und damit wir einfach leichter zusammenarbeiten können. Und diese PSRs, die geben eben Recommendations für Styles vor. Auch dieses Thema Autoloading wird dadurch abgedeckt. Und es gibt ganz viele Interfaces, die diese PSRs definieren, damit man sozusagen, wenn man etwas implementiert, das vielleicht viele brauchen können, ja, so wie man es gesehen hat, so wie eine HTTP-Client-Library, dass die überall gleich implementiert sind. Also dass zum Beispiel beim Gazl, haben wir ja gesehen, da gibt es diese Request-Methode. So, jetzt wäre es natürlich cool, wenn jetzt noch jemand zweiter, so wie Symfony, da gibt es auch eine Client-Library, wenn die auch eine Request-Methode hätte. Dann kann ich nämlich die Implementierung tauschen. Dann kann ich nämlich in meiner Applikation sagen, na, ich will jetzt doch keinen Gazl mehr verwenden, sondern ich möchte lieber die Symfony-Library verwenden. Tauscht das im Composer-Require aus, aber ich muss in meinem Code nichts ändern, weil ich sozusagen weiß, okay, ich lege ein Client-Objekt an und dieses Client-Objekt hat eine Request-Methode und damit ist es wurscht, ob es ein Gazl-Client ist oder ein Symfony-HTTP-Client ist. Es ist dieselbe Objektname und sie haben dieselben Methoden und ich muss nichts ändern und kann im Hintergrund die Software austauschen. Das ist sozusagen alles das, was diese PSRs abdecken. Es gibt auch noch die seit 2 Jahren eigentlich ungefähr die sogenannten PERs, die Evolving Recommendations, ja, für Dinge, die sich rasch ändern. PHP kriegt jedes Jahr eine neue Versionsnummer dazu, 8.2, 8.3, nächstes oder Ende 2024 wird 8.4 herauskommen. Für Coding Guidelines ist es extrem schlecht. Wenn die festgelegt werden, dann kommt eine neue PHP-Version mit neuen Features und das ist wieder nicht abgebildet in den Coding Guidelines. Und diese PSRs, die haben eine gewisse Vorlaufzeit, bis die beschlossen werden, das dauert, ja, Bürokratie. Und diese PERs, die sind viel kurzlebiger, da kann man einfach schnell auf neue Dinge reagieren. Das heißt, diese Coding Styles oder die Coding Guidelines sind jetzt eigentlich eine Evolving Recommendation, so wie der Living Standard in HTML. Der ändert sich täglich quasi und in etwa ist es nicht ganz so dynamisch, aber in etwa so auch. Wie schaut jetzt sowas aus? Ich will Sie da jetzt gar nicht super langweilen und wir werden auch gleich sehen, warum es gar nicht so relevant ist, das alles jetzt auswendig wissen zu müssen. Ich will Ihnen nur zeigen, was ist da alles festgelegt und warum ist es gut für Sie als Entwickler oder Entwicklerin. Also zum Beispiel der PSR1 ist der Basic Coding Standard und der gibt bestimmte Dinge einfach vor. Also der sagt zum Beispiel, wir verwenden nur diese PHP-Tags oder diese Echo-Tags. Ja. Jedes PHP-File ist ein UTF-8-File ohne Byte-Order-Mark. Ja. Keine anderen Zeichenkodierungen.
Entweder eine PHP-Datei kann entweder, heute geht aber überhaupt nicht, kann entweder Dinge definieren, also quasi eine PHP-Datei enthält eine Klassendefinition, einen Trait, ein Interface oder so, oder Logik, aber nie beides. Das heißt, eine Index-PHP, die irgendwie, so wie wir es gerade gesehen haben, die ein neues Client-Objekt anlegt etc., okay, das ist quasi eine Datei, die Logik enthält und die aufgerufen wird. Aber ich sollte in dieser Index.php keine Klassendefinition reinschreiben. Genauso wie ich in einem File, wo eine Klasse definiert ist, nicht gleich diese Klasse anlegen sollte, sondern das sollte in getrennten Dateien mehr oder weniger passieren. Die eine Datei definiert die Sachen, die andere ruft sie auf. Und diese Trennung, die wird quasi erwartet. Autoloading. Alle Namespaces und Klassen folgen einer Autoloading-Strategie. Da kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet. Klassennamen werden in Studly Caps geschrieben, also beginnen groß und gehen mit Großbuchstaben weiter. Konstanten werden in Großschreibung und Underscores geschrieben, also Sum oder Number of Elements. Sorry, geht schon wieder nicht. Methodennamen werden in Camel Case geschrieben, also beginnen klein und gehen dann mit Großbuchstaben weiter. Nur bei Variablennamen, da wurde etwas mehr Freiheit gegeben, also entweder Studly, Camel oder Underscore. Das am weitesten verbreitete für Variablen ist aber sicher Camel Case. Es soll aber im Projekt konstant sein, also quasi jedes Projekt sollte es gleich machen. So, das ist der Basic Coding Standard. Und aufbauend auf dem gibt es jetzt diesen PER, diese Evolving Recommendation des Coding Styles. Der war vorher mal der PSR 12 und davor noch mal der PSR 2. Das heißt, das hat sich auch schon sehr entwickelt. Seit ungefähr 2 Jahren ist das eben diese Evolving Recommendation. Und die sagt jetzt Folgendes. Schritt 1, alles muss PSR 1 implementieren. Das heißt, PSR 1 gibt, das haben wir gerade gesehen, gibt diese grundsätzlichen Dinge vor. Und diese Dinge, der konkretisiert das jetzt noch einmal. Sagt zum Beispiel, Dateien werden nur mit Linux-Zeilenumbrüchen, also mit LF, nicht mit CRLF unter Windows gespeichert. Ja, damit ist es auch klar, wir können unter Windows genauso Linux-Zeilenumbrüche verwenden. Ja, ist völlig egal, jeder Editor kann umschalten. Aber wenn wir uns auf eines einigen, dann haben alle Dateien dieselben Zeilenumbrüche. Ja, die maximale Zeilenlänge ist zum Beispiel 120 Zeichen. Man sollte Code schön umbrechen. Idealerweise sogar 80 Zeichen steht, aber man kann es bis auf 120 ausdehnen. Das heißt einfach nicht ewig lang schreiben, sondern lieber mal Enter drücken, das schön neu umbrechen und einrücken lassen und die maximale Zeilenlänge nicht überschreiten. Wenn ich Dateien habe, wo nur PHP-Code drinnen ist und kein HTML, dann soll das schließende PHP-Tag zum Beispiel entfallen. Am Ende der Datei soll keine Leerzeile stehen. Das heißt, der Code geht wirklich bis zur letzten Zeile und hört dann auf. Wir rücken im PHP mit 4 Leerzeichen ein, keine Tabs. Ja, das ist klar festgelegt. Das gibt es fast in keiner anderen Sprache. In JavaScript findet man 2 Einrückungen, 4 Einrückungen, Tabulator. Da gibt es alle möglichen Coding-Standards. Im PHP ist das halt festgelegt. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Ja, es gibt sicherlich die Hardcore-2-Zeichen-Einrückfraktion, verstehe ich. Aber PHP-Standard sagt 4 und fertig. Ja. Schlüsselwörter werden immer klein geschrieben, if, for, true, false, etc. Das gilt auch für zukünftige, also wenn die Sprache sich entwickelt und was Neues dazukommt, kleinschreiben. Ja. Die Reihenfolge von Deklarationen, Namespaces und Importen ist klar festgelegt. Es beginnt immer mit dem öffnenden PHP-Tag, dann kommt potenziell ein Doc-Block, also quasi ein Kommentar für die gesamte Datei. Dann kommen so Declare-Angaben wie diese String-Types, dann kommt die Namespace-Angabe, dann kommen Use-Statements und dann kommt der Rest der PHP-Datei mit Code. Das ist klar festgelegt. Damit gibt es da keine Diskussionen, was kommt in welcher Zeile oder Reihenfolge. Das sagt der Coding-Standard. Trailing Commas, ja, ist eine ewige Diskussion in vielen Programmiersprachen, die sind in PHP erlaubt, wenn die Argumente mehrteilig dargestellt werden. Also wenn ich ein Array so schreibe, quasi ich mache es hier auf, ja, dann... Es geht einfach nicht, keine Ahnung. Ich mache es hier auf, schreibe dann Wert 1 Beistrich und Wert 2 Beistrich, dann darf ich hier ein Trailing Komma machen, also das Gelbe hier, das quasi aufhört. Wenn das Array in einer Zeile geschrieben wird, also ohne die Zeilenumbrüche, dann darf ich es nicht machen. Aber das ist sozusagen, das soll hier zeigen, okay, du kannst hier noch Werte dazufügen, also kannst du auch ganz zum Schluss noch ein Komma hängen lassen, aber nur, wenn es mehrzeilig ist. Bei den Klassen, die öffnen und schließen Klammern steht in einer eigenen Zeile. Also ich schreibe Class Rectangle, Enter, dann ist erst die geschwungene Klammer zum Öffnen. Ja.
Extends und Implements steht in der Zeile vom Klassennamen. Die Traits, die kommen in die Zeile nach der öffnenden Klammer. Also dieses Use My Trait ist gleich die erste Deklaration in der Klasse. Jede Eigenschaft hat eine Sichtbarkeit, Public, Protected, Private in einer Klasse. Das wird immer angegeben. Abstract und Final stehen vor der Sichtbarkeit, also Abstract, Public, irgendwas. Static und Read-Only danach. Ja, oh, habe ich Read-Only? Habe ich da nicht hingeschrieben? Okay. Alle Methoden enthalten eine Sichtbarkeit auch, also auch Public, Private. Die Klammern der Methode steht auch in einer Eigenzeile. Argumente werden durch Beistriche getrennt und beim Aufrufen kein Leerzeichen. Also wirklich this, my method, da keine Leerzeichen in den Pfeilen drinnen. Und schließlich bei den Kontrollstrukturen, also if und while und solche Sachen, öffnende Klammer in derselben Zeile, else if in der Zeile der schließenden Klammer. Und man soll immer else if statt else if verwenden, also wirklich quasi dieses Zusammengeschriebene. Bei den Operatoren nur bei i++ und ++i ohne Leerzeichen, sonst immer mit Leerzeichen, also wirklich a plus b, hier Leerzeichen drinnen und noch ein paar andere Dinge. Bei den Closures gibt es hier einen Leerzeichen, also bei den anonymen Funktionen hier ein Leerzeichen. Bei den Enumerations gibt es nur Public und Private und die Fälle soll man in Pascal-Case oder Upper-Case schreiben. Und bei Arrays, das ist vielleicht noch wichtig, immer die Kurzschreibweise mit den eckigen Klammern verwenden. So, jetzt haben Sie gesehen, da gibt es relativ viel solche Ideen. Jetzt werden Sie sich denken, wie pedantisch ist denn das? Aber denken Sie mal nach, es ist nicht blöd, dass das einfach mal klar und deutlich festgelegt ist, weil dann brauchen Sie nicht mehr diskutieren. Es gibt ein klares Regelwerk und an das kann man sich halten und das ist sehr, sehr dankbar, wenn man Code schreibt, weil wir brauchen nicht drumherum diskutieren. Weitere PSR ist ein Autoloader. Das habe ich Ihnen ja schon letztes Mal erklärt, wo ich gesagt habe, wir schreiben diese Namespaces und wir bilden die Namespaces auch in der Verzeichnishierarchie ab, damit wir sie einfach automatisch laden können. Und diese Autoloader, die ersten Varianten, das war der PSR 0, ja, die haben das so gemacht. Das heißt, wenn ich eine Klasse hatte, die lag im Namespace Acme Logging und hieß Advanced Logging, ja, dann musste die im Verzeichnis Lib Vendor Acme Logging und dann Advanced Logging PHP liegen, dann hat der Autoloader sie automatisch gefunden. Ja, oder hatte ich eine Klasse FHOE MTD Hypermedia, dann musste die im Verzeichnis Lib Vendor FHOE MTD Hypermedia PHP liegen. Das waren so die Anfänge, deswegen ganz am Anfang. Das war allerdings etwas unflexibel, weil wenn ich jetzt nur lauter Files in meinem Paket habe, die alle im Namespace FHOE MTD liegen, dann habe ich hier zwei Ordnerebenen, die eigentlich leer sind. Weil es, also quasi die ist leer und es liegt eh alles im Ordner MTD drinnen. Das ist eigentlich blöd, ja, weil da, und wenn der Namespace noch länger ist, kriege ich immer mehr Ordner dazu, obwohl ich eigentlich nur den untersten davon vielleicht brauche. Daher hat man dann mit PSR 4 noch dieses Autoloading überarbeitet und das ist die aktuelle Variante. Und da kann ich jetzt ein Mapping eines Namespaces auf einen Ordner legen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich habe die Klasse liegt im Namespace Acme Logging Advanced Logging. Ich sage aber, ich map den Acme Ordner auf den Source Folder. Das heißt, in meinem Projekt liegt die Klasse Source einfach im Unterordner Logging, Advanced Logging zum Beispiel. Und ich spare mir den Acme. Oder ich sage, ich map überhaupt Acme Logging auf den Source-Ordner, damit kann ich meine PHP-Datei Advanced Logging PHP direkt in den Source-Ordner reinlegen und ich muss nicht die ganze Name-Hierarchie abbilden. Wenn man noch mal ein bisschen zurückschaut, jetzt muss ich noch ein paar Folien zurückspringen bis zu dieser Datei, da hat man das auch zum Beispiel gesehen. Der FH Oberösterreich Router, der hat hier diese Deklaration Autoload, PSR 4, FHOE Router Source. Das sagt, alle Klassen, die im Namespace FHOE Router liegen, dürfen direkt im Source-Ordner liegen. Ich muss keinen Unterordner FHOE und noch einen Unterordner Routing machen, sondern wir können das alle in Source legen. Und der Autoloader checkt aber, alles was in Source liegt, dem muss ich noch FHOE Router davor hängen. Also das ist sozusagen die Idee von diesem PSR 4 Autoloader. Und das muss ich mich nicht kümmern, das passiert alles automatisch, aber nur, dass Sie wissen, dass es das gibt. Es gibt noch weitere PSRs, die schauen wir uns jetzt gar nicht mehr so an. PSR 3 Logger Interface zum Beispiel. Logging ist so ein typischer Task. Ich hätte gern ein Tool, das mir Logfiles schreibt oder das Log irgendwo ausgibt. Und dafür gibt es ein eigenes Interface. Und wenn ein Logger dieses Interface implementiert, dann weiß ich, okay, jeder Logger hat bestimmte Klassen, Log
und Info und Warning und so weiter. Zum Beispiel ganz bekannt im PHP ist das Modo-Log-Package, der implementiert diesen PSR3-Logger. Aber es gibt auch andere, die halten sich auch dran. Da weiß ich, jedes Softwarepaket, das sich an PSR3-Logger-Interface hält, hat genau dieselben Methoden drinnen und funktioniert genau gleich. Kann ich eines, kann ich alle und ich kann sie super leicht austauschen. Und so halten sich alle die dran. Es gibt für die PHP-Dokumentation an PSR, also wie funktionieren diese Doc-Blocks sozusagen. Es gibt ein Caching-Interface. Wie kann ich Caching implementieren? Es gibt ein HTTP-Message-Interface. Das verwendet zum Beispiel der Guzzle. Also quasi diese Request-Response-Objekte, die ich habe, die werden wir noch ein bisschen sehen, die stammen aus dem. Oder es gibt sogar ein Interface für einen HTTP-Client. Das heißt, der Guzzle implementiert PSR 18 und damit hält er sich an bestimmte Sachen eben, dass es eine Request-Methode gibt, dass das Client-Objekt Client heißt und solche Dinge. Oder ganz neu, es gibt ein Clock-Interface, eine standardisierte Variante, wie man die Systemzeit ausliest. Alles so Tasks, die man immer wieder braucht. Große Frage jetzt noch abschließend für die letzten 5 Minuten, wie halte ich das ein? Wie kann ich damit arbeiten? Und das Coole ist, meine IDE kann ich konfigurieren. Im PHP-Storm kann ich sagen, hey, ich hätte gerne meinen PHP-Code unter Settings-Code-Style PHP, kann ich sagen, er soll sich auf PSR 12 einstellen. Das ist quasi dieser Per-Coding-Standard, der hat bis vor 2 Jahren noch PSR 12 geheißen, aber momentan ist er noch weitgehend gleich und im PHP-Storm ist noch nicht auf PER umgestellt. Aber wenn ich PSR 12 einstelle, dann formatiert mir PHP-Storm, wann immer ich Code schreibe, macht das genau richtig. Und das ist eher eigentlich der Standard, das heißt, das passt wohl gut. Die anderen Frameworks haben teilweise so leicht andere Sachen, die potenziell dem entsprechen, aber nur ein paar Framework-Besonderheiten haben, aber potenziell PSR 12 und mein Tool macht automatisch das Richtige. Und wenn ich es maschinell überprüfen möchte, gibt es zum Beispiel den PHP-Code-Sniffer. Das ist ein Command-Line-Tool, der kann mir solche Fehler zum Beispiel entdecken. Das heißt, ich kann den aufrufen, der ist auch in unserem Image installiert. Ich sage ihm, ich hätte gerne Standard PSR 12, gebe ihm die Datei an und er checkt mir die Fehler. Und das zeige ich noch ganz kurz her, und da sind wir nämlich heute schon fertig. Beispiel, mein Chuck Norris Beispiel, das ist die korrekte Index-HTML, die ist ganz richtig gemacht. Ja? Jetzt habe ich aber noch eine falsche angelegt, die habe ich genannt Index-PCS-Errors. Da habe ich absichtlich ein paar Fehler eingebaut. Ja, also zum Beispiel habe ich hier unten auf CRLF umgestellt, also auf Windows Line Endings. Ich habe auch die Einrückungen etwas verändert. Muss ich gerade suchen, wo ich sie verändert habe, aber irgendwo habe ich sie verändert. Das werden wir gleich sehen. Das heißt, irgendwo habe ich falsch eingerückt. Nicht mit 4 Einrückungen, sondern mehr bzw. weniger gemacht. Das kann man jetzt überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe, ich gehe jetzt in das andere Verzeichnis rein, gehe in mein Chuck Norris Beispiel und sage jetzt PHP-CS, PHP-Code-Sniffer. Ich sage, ich hätte bitte gerne den PSR-12-Standard, das ist quasi dieser Per-Coding-Style, und ich möchte jetzt die Index-PHP-CS-Errors, wo die Fehler drin sind, dann schaut man der die an und sagt, okay, du hast hier, also wir erwarten Backslash N, also Linux-Line-Endings, du hast aber Backslash R, Backslash N, also Windows. Dann in Zeile 37, expected one space after closing parentheses, found new line. Das heißt, in Zeile 37 habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich hier die Klammer vom if, die hätte eigentlich hier oben sein müssen. Ich habe sie aber hier unten hingesetzt. Das hat ihm nicht gefallen. Und line indented incorrectly, expected at least 4 spaces, found 2. Das heißt, in Zeile 53 habe ich falsch eingerückt. Da sieht man, da fehlen hier 2 Einrückungen. Ja. Und damit kann ich das maschinell überprüfen. Und das Nette ist jetzt auch, er sagt hier, PHP CBF can fix the 3 marked violations. Es gibt nämlich neben diesem PHP-Code Sniffer auch den Code Beautifier und Fixer, und wenn ich den aufrufe, das heißt, ich sage PHP CBF Standard, muss ich wieder angeben, ist PSR 12 und ich will das jetzt fixen, dann sagt er, okay, a total of 3 errors were fixed in 1 file, und wenn ich jetzt hier zurückgehe, sieht man, genau, jetzt ist das richtig eingerückt. Hier ist die Klammer wieder in der oberen Zeile und wir sind wieder auf LF-Line-Endings umgestellt. Das heißt, der hat das automatisch gefixt.
Und dieses Tool kann ich natürlich in meine Toolchain einbauen und kann, bevor ich irgendwas in ein Repo committe, kann ich das mal drüber laufen lassen, schaue mir meine Errors an. Das kann man automatisch mit GitHub Actions inkludieren. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo was gepusht wird, läuft es drüber oder irgend sowas. Ja. Und dann sehe ich gleich, ich habe Fehler. Und damit kann ich überprüfen, ob ich mich an den Standard halte oder nicht. Das PHP Storm zeigt hier oben übrigens auch genug Sachen an, potenziell. Und ich kann auch zum Beispiel diesen PHP-CS, den Codesniffer, auch im PHP-Storm einstellen. Das heißt, das kann ich in den Settings machen und jedes Mal, wenn ich auf Speichern drücke, läuft er im Hintergrund und zeigt mir in der Fehlerleiste unten auch potenziell die Fehler an. Okay, damit haben wir das also gesehen. Das ist dieser Beautify and Fixer. Nächstes Mal, in 2 Wochen, schauen wir uns dann das Prinzip der Templates an. Da werden wir dann endlich den HTML-Output schön von PHP trennen, damit das nicht so zusammengewurstelt in einer Datei ist. Und wir schauen auf das Konzept des Routings. Das heißt, wie können wir Custom-URLs machen und bestimmen, wenn ich das in den Browser eingibe, dann wird was Bestimmtes aufgerufen. Das heißt, ich gebe nicht mehr direkt die PHP-Datei in meine URL-Zeile ein, sondern potenziell irgendwas und eine Logik entscheidet, was dann aufgerufen wird. Wunderbar. Für heute sind wir es. Diese Woche sind keine Übungen in Teil 1. Der Alexander Steinmaurer kommt in Datenbanken, glaube ich, am Mittwoch wieder. Das heißt, da geht es da weiter. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit Vorlesungen und Übungen. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns sowieso noch in Game Design Fundamentals. Schöne Tage.